Hallo meine Freunde der Let's Play Communities und willkommen zurück zu Let's Play Community Star Wars Battlefront 2 mit der Community, die jetzt ganz laut mal Mustafa schreit. Mustafa! Mehr Begeisterung bitte, mehr Begeisterung. Willst du vielleicht nochmal Community sagen? Community. Ihr könnt übrigens auch mal mitmachen bei Let's Play Community, müsst ihr mich nur bei Skype anschreiben. Wie viel hat da jetzt gerade erwischt? Wow, Busch ist so kontaktgeil. Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr mich bei Skype anschreiben. Ja, ich will einfach mehr Freunde bei Skype haben, weißt du. Welchem Team bist du? Ich bin bei der KOS. Ja! Ich auch! Ja! Ich bin endlich gegen dich! Jawohl! Mal kurz. Oh Gott, da ist gerade ein. Drachi, seid ihr jetzt schon auf Mustafa oder macht ihr jetzt erst auf Magito-Boden? Nee, wir sind Mustafa. Warum heißt Magito Mustafa eigentlich Mustafa? Magito sollte eigentlich noch kommen, das machen wir danach dann. Da ist irgendwas falsch gelaufen, glaube ich. Also eigentlich sollte Magito kommen. Egal. Aber das ist doch Magito. Ja, das ist Magito, deswegen erkennt ihr in der vielen Lava und so. Ja. Weil mein Magito auch so wahnsinnig heiß ist und ein kaltes Klima hat. Ja. Muss mal schauen, was nach dem Plan. Nein! Danke! Bitte. Danke, Lesa! Yay, danke! Weil Magito so unglaublich heiß ist und ein kaltes das Klima hat. Ja. Ja, weil Magito. Musst du nicht verstehen, musst du nicht verstehen. Weil es da auch schneit oft und Mustafa ist einfach ja, nur Lava. Ja, aber du hast deine erste kann man Aussage schnell vertauschen, ist, ja. Auf Magito ist es heiß. Deine zweite Aussage ist, auf Magito gibt es ein kühles Klima. Oh, weil Magito das kühle Klima hat, aber Mustafa ist der Lava-Planet, wo wir gerade sind. Weil Drachi gesagt hat, auf Magito könnte man in der Lava. Ja, ich weiß, aber du hast es bei uns auf einem Planeten. Ja. Alles so verwirrend. Gehirn, Übermastung. Der ganze Zeit diese komischen Teile runtermacht, solltest du mal bitte aufhören, das ist ziemlich nervig. Wie kann man die überhaupt runtermachen? Nein! Das können nur wir, das können nur die Republikaner. Nein, das ist von jeder Seite. Also wenn du hier auf der Seite wärst. Ich bin aber nicht auf der Seite, wo bin ich denn überhaupt? Hier bin ich, da wo man den... Du bist am Verlieren, das bist du. Der Jedi ist so... Nein! Was? Wieso liegt da? Ich wieder ein Fact voraus, wenn ich sage, Darth Maul wurde auf Mustafa ausgebildet. Ne, weil ich das schon gesagt habe. Mustafa ist schon freigeschaltet? Ne, doch. Nein. Okay. Da ist was los. Ja, was ist denn da los? Ja, was bist denn du für einer? Entschuldigung. Ey, starte. Echo Man. Ne, Echo Man ist heute nicht dabei, der hat mal eine andere Aufnahme. Wir treffen uns dann bei Punkt 3. Ja. Falls wir da hinkommen. Bei High Noon treffen wir uns. Was? Cowboys, High Noon, 12 Uhr Leuten. Ach, vergiss es. Frieden mit Cowboy Hood, genau. Ja. Wir haben die Verbindung gekappt. Tja. So gewinne ich auch. Was heißt denn? Ich habe Lord Bane vorher abgeschossen. Trotzdem bin ich gestorben. Sowas nennt man. Ich will nicht vorrennen, sowas ist immer tödlich. Nee, ich hab schon Volltreffer auf dich gelandet. Oh, trotzdem bin ich vorher. Ich kenn das. Alles verwirrend. Drachi, kennst du Star Wars Elite Squadron? Oh ja, sag mir was. Ja, da gibt's auch noch eine Klonanlage auf Mustafa. Okay. Also nicht nur eine Druidenfabrik, auf Klonanlage, ein Kinderhort, ein Ausbildungsplatz und eine Mine. Oh, danke, okay. Eine Mine gibt's ja so wahrscheinlich. Oh nein, ihr seid doch scheiße. Wer war das? Zu deiner Frage, die Mine ist der Ort, wo alle Separatisten für umgebracht werden in Episode 3. Mine und Kinderhort, ist da das gleiche? Nein, der Kinderhort wird versenkt in der Clone Wars Folge. Oh, sehr nett. Wieso kann ich mich da schon wieder nicht dran erinnern? Wieso kann ich mich da schon wieder nicht dran erinnern? Staffel 2, Folge 3. Okay, das ist echt der Folge 3. Mit oder ohne Kinder? Ohne, die werden noch gerettet von Anakin und Ahsoka. Ah, doch, ich erinnere mich schwach, doch. Ach, ja, komm, Raider, du Sniper, du. Boah, Boah, jetzt das Ding runter machen, jetzt das Ding runter machen, ey, da wird so viel erwischen. Mach. Mhm. Ja, womit denn? Hier, ja, ich tot. Bin der Druide. Oh geil, ich mach das die ganze Zeit. Das ist langweilig. Tot sein, ja, das ist echt ein bisschen langweilig. Es gibt einen richtig coolen Spruch, ich bin tot, aber hab's überlebt. Heiß Age. Hast du dann auch vergessen, wenn du mich hältst, überlebe ich das nicht. Heiß Age 3. Das kann man hier aber öfters bringen, den Spruch, wenn man wieder spawnt. Jetzt hört ihr mal auf, unseren Kommandopunkt einnehmen zu wollen. Die wollen auch nur gewinnen. Nee. Wird eigentlich in der Community nicht gegrüßt? Nee, wird nicht gegrüßt. Da grüße meine Mama. Hallo Mama. Ihr dürft gerne grüßen, wenn ihr wollt. Hallo Mama, hallo. Hallo Mama. Ich grüße Drachen. Wie das mit dir?
Ah, das ist cool. Oh Mann. So, Doppelkill. Ha! Lange gearbeitet. So. Nehmt euch in Acht, ihr werdet bald alle sterben. Zumindest die, die nicht auf der Seite der Separatisten sind. Ihr werdet alle sterben. Eigentlich ist manche es anders in 80 oder? Jahren. Nee, das wird halt alle. Ja. Ach, ich werde dich fertig. Und schon wieder Sponge. Also, ich weiß, wie die als Klon sagen, das ist echt nett. Drachenbursche ist Darth Maul. Was? Warum ist Darth Maul? Darth Maul. Achso, ja. Aber. Na, das kann man nicht. Wäre Vader viel lustiger gewesen. Ja, aber. Vader gibt's, also, gibt's erst später. Nein, Vader gibt's genau da. Nein, ich meine, ja. Ich meine, Vader gibt's hier in dem Spiel erst später. Aber man könnte doch Anakin einfach hier reinnehmen. Könnte. Ah, ich glaube, es liegt daran, dass Maul hier mal ausgesetzt, also als Maul seiner Kindheit von Sidious. Yeah. Ja, aber er sieht hier nicht nach Kind aus. Ah, und auch nicht nach Jugendlicher, wo er seine Ausbildung hat. Ja, ich weiß nicht, er sieht einfach nach Darth Maul aus. Vielleicht erinnert er sich. Er wurde übrigens gut ausgebildet, als dass Sidious noch der Schüler war von der Plague. Ah. Und eigentlich nur als Attentäter und dann wollte Sidious mehr. Yeah. Ja. Also mehr Aufträge von ihm, nicht dass Sidious mehr von ihm wollte, gell? Nein. Hallo. Mehr Macht vielleicht. Lesa, du hast deinen Einsatz verpasst. Weiß. Wer ist Sidious hat was mit Mara Jade? Also, dachten zumindest. Der General Chris hat die Verbindung verloren. Das ist nochmal was mit Mara Jade? General War? Nein, der wurde nicht erzählt, dass das seine Mutter ist. Er erledigt quasi Gegner. Nein, Gronk! Er erzählt dann später im Imperium. Aber war erfolgreich, glaube ich, die Runde gerade von mir. Die Druiden sind kaputt gegangen. Aber das waren nicht die Druiden, die ihr sucht. Ich brauch dich doch, ich brauch Druiden. Ja, womit denn? Wusstet ihr, dass Mara Jade in Episode 6 vorkommt? Nein. Episode 7 meinst du? Nein, Episode 6 in Jabba's Palast. Ja. Ja, das ist. Das soll auch irgendwie nachträglich eingefügt werden. Nein. Die ist da sogar wirklich drin, also da ist wirklich eine rothaarige. Gronkh hat es noch nie geschafft, irgendwie echt? Seinen Namen zu schreiben. Ja, ich nie gesehen. Ich hab nachgeguckt. Genau wie in Star Wars Episode 2 TIE Fighter und ein X-Wing sind. Ja. Und in Episode 2 ist dieser Droide, der in Episode 4 eigentlich von Owen Lars gekauft werden will, aber dann durchdreht. Ja. Wer? Der konnte auch keinen Kühlkopf bewahren. Der 5D4, glaube ich. Der. Danke. Er arbeitet wieder. Auf Geld! Ach, scheiße. Du meinst, Oida, wie viel Kopfgeld? Na gut. Nee, nicht wieder Kopfgeld auf mich aussetzen. Doch, immer doch. Das ist gemein, ich habe keine Muni mehr, keine Raketenmuni, das ist ärgerlich. Hat auch so gelangt. Jetzt habe ich wieder welche. Bin dann dein Thema und setz Kopfgeld auf dich aus. Sehr sozial. Finde ich voll okay. Oh, ja, das ist voll Mami. Gail, Drachenbrei! Nein. Gesehen und du direkt stirbst du. Ja, $50,000, ihr könnt mich mal. Leso, bitte muten. Aber es freut mich, dass ich so viel auf euch für euch wert bin. Wen ihr muten? Nein. Der sich gerade den Kindern gehört hat. Obi-Wan. Kinder sind böse. Möchte das Kind nochmal sprechen? Hi. Hallo, über die Brücke. Wow. Alter, hier sieht man überhaupt nichts mehr. Jetzt alle zwei Gegner. Alter, springt doch nicht in meinen Weg. Sehen? Ja, auch so viele viel zu gelingen. Ja! Da sind so viele gerade gestorben. Ich hab mich erledigt mit meiner Granate, die ich da hingelegt habe. Ja, nicht nur mich. Doch, da war nur ich, hab ich nicht. Ich war der Einzige auf der ganzen Map, der da war. Ey, ich find's echt witzig, was man da alles schreiben kann. Oh. Ach, wieso du? 50 Millionen. Ich liebe den Satz Weilbau. Weil Lavastrom in dem Fall. Laberstrom. So was? Ich bin positiv. Nee, was? Ey, da hat mich einer Drachenbursche. Bleib stehen. Ich stehe die immer noch nicht, weil immer drei Leute gleichzeitig noch labern. Und so und Leben. Aber wir geben gerade krass Paroli. Drachenbursche, bleib stehen, ich geb dir Leben. Ja. Hey, Mike, er gibt sein Leben für mich. Kann man im Chat noch gleich also ernsthaft, ich kann dir Leben geben, Schein, bleib stehen. Nach unten. Der gehen. Techniker dann wahrscheinlich. Danke. Was mit dem Chat? Wie kann man im Chat noch gleich Enter-Taste benutzen, also ohne abzuschicken? T. Hey, nee, ich meine, eine Zeile weiter runter. T-Bitor. T-Bitext. Drachenbursche, bleib stehen, ich geb dir Leben. Ja, danke. Ich werde verfolgt. Es wurde mal andersherum gemacht. Gronkh ist auf einmal weg gewesen vor mir.
Hat sie auf einmal weggespawnt? Du hast mich mal geoutet, nicht ja, richtig. Warum spielt jetzt Obi-Wan? Achso, das war auch plötzlich weg. Hat er mich gesehen, hat Angst bekommen und Obi-Wan genommen. Ach scheiße, Obi-Wan hat mich gekillt. Verdammt, wir verlieren gerade wieder mächtig viel. Wir verlieren nicht, wir können ja, gar nicht verlieren. Weil da hinten irgendwelche Sniper hocken, echt ey. Unerhört. Sniper, nicht hier. Camper. Ich würde eh nur Nahkampf-Sniper sein. Len, alles warum nur Camper. Bist du denn in Forza Unleashed 2, nicht zu verzeihen, wenn du überall Sniper hocken? Weil man die da leicht erledigen kann. Drachenbursche, kannst du kurz schnell zu mir kommen? Ich weiß nicht, du müsstest wissen, wo du bist. Ich bin gerade hier noch mit. Bei Kommando Posten 5. Jo. Ich häng grad fest. Ich häng fest. Mann, schon wieder du! Hör auf zu snipern, du Zipfel da vorne. Ich hab nicht gesnipert. Ich tu jetzt snipen. Oh, nein, naja. Hast mich gesnackt gehabt. Ja. Oh. Aber ich hatte auch kaum noch Leben. Pokémon. Drachenbursche, ja. Weißt du, wie viele ihr noch habt? Heißt du? Nein. Hast du mal noch 4. Noch 2. Will ich gar nicht wissen. Wir aber gewinnen, wir gewinnen, du wirst es sehen. Wir hast gewinnen. Du schon mal gespielt, Pokémon? Nein. Ich bring mich noch schnell um, ich bring mich noch schnell. Ich kenn deine Scheiße, Stimme. Ging nicht mehr. Ich durf nicht mal mehr spawnen. Okay, du bist... Ich hab weniger Tod als du. Wenigstens etwas. Ja. Das ist echt cool, wenn ich ein Drachenbursches Team bin, bin ich immer besser. Ey, nur noch eine Karte, oder? Wow, ja, ist auch nur eine Karte. Jetzt müssen wir schauen, ob Malgeto kommt, ansonsten muss ich den Server kurz beenden. Nee, ich bin gegen dich. Ich bin noch nicht drin. So, jetzt sind wir auch auf Malgeto. Sollte eigentlich andersrum laufen, die beiden Maps Mustafa und Malgeto, aber ist jetzt nicht so schlimm. Es geht auf jeden Fall schon actionreich los hier. Ihr habt auch nichts verpasst. Ich komm nicht rein! Hallo, ich nicht rein. Ja, ich bin drin. Einfach mehrmals versuchen. Mehrmals versuchen. Ey, welchen Team bist du denn? Benneken ist der mit dem Star Wars Wissen. Benneken gibt's hier Mods. Ja nicht mal Star Wars Wissen, kein... Ja, wenn du in der Brücke durch die Löcher gehst, das kommt ein paar... Okay, Mike, gibt's hier Bugs? Bugs gibt's überall, aber es ist nicht das Problem wie bei der Kampagne, also es ist nicht so problematisch. Bei der Kampagne, wenn du sie versuchst hier zu spielen, da gibt's richtig Probleme, aber... Nein, ich meine zum Beispiel die Wand reinspringen oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich also wenn du von der Brücke runterspringst, dann kommt Schlachtfeld verlassen. Das Gebäude reinkommt, aber ich hab nicht mehr ganz im Kopf. Okay, ja, ich bin auch nicht so der Experte, dass ich die Maps so auswendig kenne oder so. Ich hab da mal Woche dran gehockt, mal jetzt rauszufinden. Danke! Wie hast du genannt? Drachenbursche, oder? Ja, Drachenbursche heißt der Server. Finden nicht. Ich mag die Klonsoldaten mehr, ich einfach mag Granaten mehr als diese Handgelenkraketen. Ah! Ich bin 16. Ich nein, direkt alle sterben. Hier. Hier der Dame ist der Druide hin. Der Druide war doch auch immer weg. Bursche, ich seh dich. Nein, oh, besser nicht. Stand über Grievous. Grievous. Ja, können wir machen. Oh, der ist am Mute mal den, der Grievous immer falsch ausspricht. Hey Drachenbursche, nach der Aufnahme können wir dir, kann ich dir mal den, Mods zeigen. Ja, können wir machen, ja, können wir machen. In welchem Team bist du? Im Team Tod. Oh, Grievous! Sag, bin ich. Republik bin ich. Ich auch. Republic Heroes. Das Spiel ist so scheiße. Wir verlieren, weißt du schon. Wieso macht deiner Spawn Camping? Au! Bitte auf! Ich hab dich gewarnt! Durch Zufall stand ich da gerade. Der Grievous ist schlimm. Kann ich mal eine diesen Grievous erledigen? Er hat jemand. Jawohl. Hey, Drachenbursche! Ja. Und ich glaub, das war sogar du siehst doch, wo die eingestürzte Mauer ist, oder? Hier sind überall eingestürzte Mauern. Nee, komm mal zum. Scheiße. Komm mal zum Scheiße, nee, da komm ich nicht hin. Nein, Drachenbursche! Scheiß Haus geh zurück, geh zurück! Warum? Sollst du mir noch da oben, kann man richtig geil campen. Ich will aber nicht campen. Das ist langweilig. So. Campen ist was für Verlierer. Ich stehe in Hotel, wie kann man hier sein? Ich bin ein Assi, absolut schön, sexy, intelligent. Ach Gott! Wisst ihr, wofür Einbildung ist auch eine Bildung. Hochintelligenter Frauenversteher. Kein Kommentar. Der ist gut. Der ist wahr. Ich weiß nicht. Ich Breakstar bekommen auf YouTube, das war ich nicht. Das passt so geil wie unser Abschluss-T-Shirt. Lebt unser Len 16 Jedi eigentlich noch? Lebt unser Len 16 noch? Was? Der Ki-Adi-Bani war leider... Ach Len... Was? Du warst unser wichtigster Mann und dann sowas. Okay. Ja, nächstes Mal drück ich Nein, dann darfst du ihn spielen. Ja, finde ich auch, finde ich gut. Nein! Doch! Dort wieder ich! Ey, ich sterb die ganze Zeit hier, das ist gerade richtig peinlich. Drachenbursche, ich glaub, du bist nicht der Sechste. Ach ne, du hat mir den genommen. Glaub ich switche Team.
Ich will nichts mit diesem Drachenburschen zu tun haben. Das ist automatisch, so. Teamauswahl. Drachenburschen, bleib stehen! Aber Gegner! Ich bin der Panzer hinter dir. Ja, gut. Ich bin auch im Panzer hinter dir. Nein. Nein, da ist ein Grievous. Ja! Töte den Grievous. Versuch's, aber der Panzer fährt weg. Ja. Grievous blockt. Entschuldigung. Zack. Wer ist noch mit den Nerdhäuten hier? Rechts hinter dir. Mich hat schon wieder jemand erschossen. Grievous. Komm, eine Rakete. Auch Gefühle. Ja, okay. Tolle Raketen. Nee. Armer Grievous. Ja, das ist ein Roboter. Yes. Gibt es eigentlich Verdammt. Einwohner auf Magito? Ja, gab's mal. Ach, gab mal die Magianer. Ach, ich warte mal, kann ich nicht meinen. Die Stadt in der Schlacht Episode 3 heißt übrigens Jigat. Jigat? Ja, JYGAT. John Rambo habe ich erledigt. Ja, Rambo, das ist mein Papstname. Vorne sind schöne viele Gegner, das muss ich sie nur noch erledigen. Rambo will Sex mit dir. aber der falsch geschriebene Gronkh, der falsch geschriebene Gronkh. Doppelkill. Vielleicht kommt der Player raus. Ja. Ich hab einen Panzer schon wieder. Ein Blogger hat mich getötet. Hey, wer schießt auf mich? Irgendjemand. Wahrscheinlich die Gegner, das haben die so an sich. Ja, das sagt bei dem Spiel nicht unbedingt was, dass es die Gegner sind, leider. Sari, wusstest du, dass Kia die Bundis Einheit eine ganz besondere Einheit ist? Nein. Das sind die Galactic Marines mit der Kommando von Commander Bakara. Ah. Lass mich! Sind das nicht auch die bei Clone Wars beim zweiten Geonosischen Krieg, die? Ja, auch zum Teil. Also die so komische Helme haben und mit Kia die Mundi unterwegs sind. Nein. Oh. Was heißt komische Helme? Die haben so. Die sehen aus wie Pilotenhelme, aber es sind eigentlich nur so normale Helme mit ein bisschen extra Ausstattung. Was heißt extra Ausstattung? Aua. Besseres Comlink und Überlebenstech und Sensoren und keine Ahnung, was man da alles machen kann. Wie viel hält denn so eine schöne Magna Wache eigentlich aus, ey? Kia, die Muni braucht immer eine extra Wurst, ey. Nur was Besseres, nur weil da zwei Gehirne haben. Stäbe der Magna Wachen aus Prick sind, das sind eine der wenigen Stoffe, die nicht schwer dann standhalten. Ja, bei den Extreme haben die Magna Wachen beispielsweise Lichtschwerter. Also nicht Lichtschwerter, halt die niedere Stäbe da. John Rambo! John Rambo! Muss sterben! John Rambo ist tot. Machen wir euch ein Schwert! Ihr Schwein, ihr habt John Rambo getötet! Nein! Waffenbursche, bist du der gute oder dunkle Seite? Grievous muss sterben! Gute Seite, ich bin bei der Republik. Du hast mich also mal getötet. Die Republik wäre auch nicht so Republik. Nein, ich bin kein Böser, der hier angeführt wird. Wo bist du? Gelber Stängel heißt das. Gelber Stängel kriegt eine Geschlechtskrankheit. Waffenbursche, komm mal zu unserem Hauptplatz zurück wegen Grievous. Ja, ich bin im Panzer drin. Wo ist er? Steig mal bitte aus, komm mal her. Junge, das ist Selbstmord auszusteigen in Grievous. Ey, Len, das nächste Mal, wenn ihr Lego The Hobbit aufnehmt, dann muss ich auch das Soundboard mitnehmen. Lass mal ihn mitnehmen. Steig aus! Soundboard. Für den Flachwitz-Sound. Ach, Bursche, steig aus. So. Nein, ich steig nicht aus. Ich bin froh, dass ich einen Panzer habe. Hi! Ich bin drin. Du hast den Gronkh erledigt. Hab ich das? Ja. Nein, da erledigt mich gleich jemand. Oh, ja, Panzer gefährt mich. Gronkh, hinten bleibt damit. Drachenbursch, bleib mal hinten stehen. Ich hab da eine richtig gute Idee, falls wir einen Kommandoposten wieder haben. Hey. Falls. Ich glaube, das könnte sich noch etwas ziehen mit dem Kommandoposten wieder haben und so. Das ist übrigens gibt keinen Spawn. Entschuldigung, Manticore. Nee, ich kann Granaten nicht werfen. Ja, Jedi Laufbahn. Hey, der Julian hat mal Stress langsam. Weil der wieder endlich lang theoretisch gehen kann. Nein, könnt keiner. Könnt ihr bitte 1 einnehmen? Wir haben keinen Kommandoposten mehr. Nein. 1 ist noch nicht von den. Es war meine Ehre. Die Quakestar, lässt du das bitte? Wir haben gut gekämpft, der Wille zählt. Braucht so erzählen. Es sollte einfach nicht sein. Aber nicht. Die Republik darf nicht sterben. Aber der. Doch. Kommandoposten 1! 1, 1, 1, 1. Bei der Bundeswehr. Oh, wir sind nein. Alle. Kommandoposten 1. Ja, toll. Da sind alle. Kommando 1. Da sind 2 Panzer. Nein, jetzt wird er auch noch angenommen von der. Nein. Da waren 2 Panzer von uns. 2 Panzer von uns. Ja, nimm ihn ein. Nein. Sneaky! Niemand hat mich gesehen oder gehört. 3? Etwas. 2? Nein. Oh, das wird knapp. Nein. Jawoll! Jawoll! Wer war dieser fake Kerl da oben? Wer macht hier Teamkill?
Okay, das ist irritierend. Noch ist nicht dabei, noch ist es gut. Jawoll, 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 jawoll. Nein, jawoll, ja. Ja, noch haben wir nicht verloren. Drachenbursche, steht immer noch Sieg, ja. Hinter zum Kopf. Komm mal mit mir. Wir müssen hier gerade noch kämpfen. Gegen die, sonst nehmen die gleich den Kommandoposten wieder ein und dann haben wir verloren. Ja, wir müssen den nächsten. Wow, da kommen. Da kommt ein Panzer. Da kommen alle. Da kommen alle. Scheiß auf den Panzer durch, der. Oh Gott, Grievous. Okay. Los, Playtor. Hey, Grievous hat mir einen Angriffsball. Oh. Oh, GG, wir played. Ach, was, noch haben wir nicht verloren. Noch ist nichts verloren. 10 zu 235. Nein, wir haben noch gute Chancen. Wir haben noch gute Chancen. Alles ist drin. Ich weiß, dass wir das noch schaffen können. Ihr müsst nur an euch glauben. Hey, Drachenbursche, komm zu mir, komm zu mir. Nein. Ja, das ist auch mein Gedanke dazu. Na gut. Wie weit unten bist denn du? Ganz weit unten. Auf dem zweiten Platz. Das ist schon echt bitter. Wenn man Drachen oben sehen, muss man eine Tabelle drehen. Bantafutter. Oh, bis zum nächsten Mal und so, der Part ist zu Ende und möge die Macht. Doch, möge die Macht mit euch sein. Servus.